Willkommen zurück zu Königin Cornelia Claudia der Neuen und unserem römischen Königreich in Old World. Wir machen weiter. Wir sehen hier noch Armeen von Babylonien. Zwei Stück, die hier südlich der Barbaren sind. Wir können uns hier nicht mehr weiter bewegen. Und ah, sobald hier jemand 25 Punkte hat, dann ist das Spiel vorbei. Ich verstehe. Ich habe mich schon die ganze Zeit hier gefragt, was die Punkte bedeuten. Ja, wir sind alle gleich auf mit 4 Punkten, außer die Griechen, die haben einen Punkt mehr mit 5 Punkten. Ja, wir werden das Spiel hier natürlich jetzt nicht bis zum Ende spielen, bis 25 Punkte, sondern einfach ein bisschen. Oh, also wir haben jetzt echt viele Minen und Steinminen hier überall. Das ist nicht wenig. Gut, aber ich glaube, sonst ist aktuell nichts mehr zu tun. Wir bekommen ein Handelsangebot der Griechen. Und zwar, wow, okay, die möchten 5 Civics haben. Da haben wir gerade leider alle ausgegeben. Für 40 Jahre. Und wir bekommen dafür 11 Holz für 40 Jahre. Also nachdem wir ja gerade sowieso Holzfälle erforschen, sehe ich das jetzt nicht für so sinnvoll an. Wir könnten allerdings auch denen 5 Trainingspunkte geben. Da haben wir ziemlich viele, 1000, weil wir die bisher nicht so verwendet haben. Und wir bekämen 11 Holz. Tja, wollen wir das machen? Bisschen mehr Holz zur Verfügung. Das ist jetzt schon ein bisschen gesunken. Wobei für 40 Jahre 5 weniger ist schon nicht wenig. Aber ich würde sagen, damit wir unsere Beziehungen mit den Griechen verbessern, wir machen das. Wir trainieren ihre Einheiten. Wir sind sowieso die besseren Kämpfer. Was haben wir hier? Akension. Karthago. Oh, hat eine berühmte Rebellion in Ostia inspiriert. Ah, jetzt müssen wir dagegen vorgehen. Das sind lauter Karthager in Ostia. Die könnten wir eventuell nach Karthago rausbringen. Dann würde aber unsere Königin intolerant werden, was für unsere Forschung nicht so gut wäre. Oder wir könnten eine Feier machen, das kostet uns Nahrung und Gold. Und unsere Königin würde intelligent werden, das wäre sogar gar nicht so schlecht. Dann machen wir das mal. Und wir haben einen gefallenen Rivalen. Word reaches us that Queen Dido the Wise has been assassinated by factions close to her son. Okay. Scheinbar hat, wenn ich das jetzt richtig verstehe, der Sohn von der Königin Dido von Karthago sie ermorden lassen? Krass. Okay, Königin Dido ist tot. Im Alter von 46 Jahren. Relativ jung gestorben. Wobei, ich meine, unser König war auch erst Ende 40, glaube ich. Wir können jetzt entweder Folgendes machen. Wir können dem neuen König Adonibal unsere Glückwünsche übersenden. Dann würde aber unsere Königin auch grausam werden. Oder das hört sich doch nicht schlecht an. Da würde sie mehr Wissen bekommen, aber in Anzium, oh, in Anzium würde sich die Unzufriedenheit erhöhen. Kondolenzen könnten wir überbringen. Das wäre auch nicht so gut. Wenn in Anzium das die Unzufriedenheit steigt. Oder wir sollten uns nicht einmischen. Ja, dann bekäme sie einen Punkt in Wissen. Das hört sich gut an. Wir werden uns nicht einmischen. Alles klar. So, wir haben jetzt die Runde beendet. Die hängenden Gärten sind bei den Griechen fertiggestellt worden. Wir sind bei unserem Wunder aktuell noch dabei. Das dauert noch 6 Jahre. Okay, so, wie sieht es jetzt hier aus? Ein Jahr noch für den Arbeiter. Der Arbeiter hier ist aber fertig. Und wir wollten ja mal irgendwo eine, wie heißt sie? Granary bauen. Die erhöht das Farmaufkommen. Das machen wir natürlich irgendwo, wo es Sinn macht. Eventuell hier. Wo ist denn
muss jetzt nur leider ein bisschen suchen. Query, ja, ich glaube, das lohnt sich hier. Gehen wir mal dorthin. Und ach was, hier können wir jetzt doch auch Schreine bauen. Ach so, weil wir jetzt Polytheisten sind, können wir das jetzt überall hinsetzen. Okay. Nee, ich will jetzt aber hier eine Granary bauen. Wir wollen ja 4 Granaries haben. Bauen wir mal eine hin. Und ja, hier unten ist unser Erkunder. Der darf mal, würde ich sagen, dort hochgehen. Ah, hier sind auch die Dänen. Mit Truppen. Gut, bevor ich ihn weiter bewege, haben wir hier noch irgendwas zu tun. Der ist noch 2 Jahre beschäftigt. Der ist noch 1 Jahr beschäftigt. Wenn wir hier übrigens nichts ausbilden, dann wächst die Stadt. Das haben wir bis jetzt auch nicht gemacht, dass die wachsen. Im Süden wäre das wahrscheinlich auch sinnvoll. Okay, wir können sowieso nicht mehr machen. Dann darf der sich auch gerne nochmal ein bisschen hier hoch bewegen. Ja, das heißt, wir haben jetzt mal das ganze Gebiet hier auf jeden Fall erkundet. Gut. Wie machen wir weiter? Der davongelaufene Prinz. Am späten Abend klopft jemand ans Tor. Xerxes, der König von Persien, stand draußen. Ah nee, der Erbe des persischen Thrones stand draußen. Xerxes. Der junge Prinz ist vom Palast weggelaufen, um ja seinen Verantwortlichkeiten zu entkommen. Er versucht sich zu verstecken von den Agenten seines Vaters von Persien. Möchte ein neues Leben bei uns starten. Wow, okay, krass. Was machen wir denn jetzt mit Xerxes? Also ich meine, die Perser sind weit weg. Also, wir könnten entscheiden. Das ist eine Family-Affäre. Wir könnten ihn zurückbringen. Der Prinz würde bitter werden, Charisma verlieren. Der König, Kyrus the Good, wäre scheinbar dankbar. Und Prinz Xerxes würde das nicht so gerne sehen. Okay. Wir könnten ihn jetzt aber auch hier lassen. Das würde natürlich der persische König nicht so gerne sehen. Wisst ihr was? Ich finde das sehr interessant. Und ich sehe das jetzt auch nochmal aus der Rolle der jungen 12-jährigen Königin. Ich glaube, die findet das spannend, wenn da so ein junger Prinz an ihren Hof kommt. Der ist 20, der ist echt jung, wahrscheinlich gut aussehend aus ihrer Sicht. Und ja, er möchte von seinem Vater weglaufen, er möchte seine Verantwortlichkeiten aufgeben und kann vielleicht einiges Interessantes aus Persien berichten. Wir werden ihn beschützen, auch wenn wir den Zorn des persischen Königs auf uns ziehen. Okay, mehr haben wir hier nicht zu tun. Dann würde ich fast sagen, gehen wir mal in die nächste Runde. Nachbarn, die Babylonier haben uns eine Message, eine Nachricht vom ja, Herrscher geschickt. Sie möchten uns warme Grüße übersenden und möchten freundliche Beziehungen. Welcome, könnten alle Babylonier willkommen heißen. Könnten auch nochmal ein Geschenk senden. Die Babylonier sind ja an unseren Grenzen. Ich würde sogar ein Geschenk schicken. So. Jetzt haben wir hier wieder einen Arbeiter frei. Ich glaube, hier unten wurden noch. Was haben wir hier? Pastur? Können wir das schon bauen? Schauen wir mal kurz hier, Pastur. Naja, das bringt uns nur 5 Nahrung. Das ist jetzt nicht die Welt mit den Schafen, muss ich sagen. Aber die Farm bringt uns auch nicht viel mehr. Können wir auch schon ein Camp bauen? Oh, das Camp würde uns
Gold bringen. Gold und Kultur. Ja, dann bauen wir vielleicht so ein Camp einfach mal. Das bringt uns so Luxusgüter ein, scheinbar. Machen wir das doch mal. So. Nein, jetzt wollte ich eigentlich doch. Ah, jetzt bauen wir hier die Militäreinheit, richtig. Habe ich jetzt den Arbeiter da? Jetzt habe ich den Arbeiter ausgewählt. Okay. Ein Schrein der Venus. Na, wir schauen erstmal, was können wir hier alles noch machen. Farm. Wir brauchen, glaube ich, auch mal wieder ein bisschen mehr Nahrung. Plus 8 unten links. Das hört sich gut an. Minen gibt es hier kaum was Sinnvolles. Hä, können wir jetzt schon eine Lumpermill bauen? Ich dachte, das geht erst, wenn wir Forestry erforscht haben. Eben, das geht, glaube ich, noch gar nicht. Da haben wir dann aber auch genügend im Umland. Schauen wir nochmal hier weiter. Okay, mehr ist jetzt hier auch nicht mehr möglich. Boah, Steine gibt es ja auch, aber wie gesagt, Steine haben wir eigentlich echt genug. Ich denke, wir sollten mal eine Farm noch errichten. Aber vielleicht dann vielleicht doch nicht da, wo Holz ist, weil wir haben echt nicht mehr viel Holz, ne? Ach, schaut an, da oben gibt es noch eine schöne Farm. Da wollte ich doch schon die ganze Zeit noch eine Farm errichten. Richtig. Das bringt uns einfach mal 16 Nahrung. Das ist sehr sinnvoll. So, ja, der kann jetzt eigentlich wieder, ja, hier zurückkommen, würde ich sagen. Schaut nochmal bei den Barbaren vorbei. Ja, das Land wurde erobert. Verdammt. Es war so klar, dass die das erobern. Da waren wir zu langsam einfach. Jetzt gehört es leider denen. Ja, umso mehr müssen wir uns dann im Osten anstrengen, dass wir da Erfolg haben. Okay. Hier können wir nichts mehr machen. Da auch nicht. Hier ebenfalls nicht. Können wir die eigentlich irgendwie trainieren? Wir könnten die heilen? Fortify. Nein. Das brauchen wir, denke ich, nicht. Wir könnten die aber nochmal. Ich dachte, die heilen automatisch. Promote. Was bringt uns Promote? Wir könnten die trainieren, oder? Strength, Defense, Herbalist. Machen wir mal Combat. Wir trainieren mal Combat. So, wir müssen in Ostia. Ah, in Ostia wird aktuell nichts mehr produziert. Da hatten wir jetzt halt ein Festival. Aber wieso steigt eigentlich hier die Unzufriedenheit? Kann mir das mal einer erklären? Ha. Ich will ungern, dass die steigt, aber ich will jetzt nicht schon wieder ein Festival machen. Ich könnte die Stadt jetzt einfach mal wachsen lassen, oder? Oder wir machen noch einen Arbeiter, dass wir hier ein bisschen schneller vorankommen. Oh, es wird aber 11 Jahre dauern. Nee. Ich glaube, ich lasse die Stadt mal wachsen. Ja, wir lassen die Stadt mal wachsen. Okay. Muss ich dann. Ach, ich muss scheinbar in Ostia was machen. Okay. Also ich muss was auswählen. Ich dachte, man. Wenn man hier nichts auswählt, dann wächst die Stadt. Ach so, nur wenn ich hier oben was mache, wächst die Stadt wahrscheinlich nicht. Deswegen könnte ich was anderes auswählen. Das Forum als Projekt würde uns nochmal extra hier Zivilisationspunkte geben. Dann machen wir einfach mal ein Forum. Kostet uns Zivilisationspunkte, aber bringt uns auch welche. Wir tun mal das Jahr beenden. Okay, und wir sind hier oben wieder bereit, irgendwas Sinnvolles zu machen. Was habe ich jetzt dort gebaut? Ach, da habe ich jetzt dieses Hamlet gebaut. Aber ich würde jetzt gern wieder. Wo ist es denn jetzt? Camp? Nee. Eine Granary bauen. Die Mine. Boah, die bringen da aber auch ordentlich was. 7,5. Ja. Und wie sieht es bei der Quarry aus? Naja, egal. Dann gehen wir mal hier hin. Bauen hier eine Granary. Die fehlt doch jetzt hier, glaube ich, auch noch.
Das erhöht auch nochmal das Nahrungseinkommen dort. Ja, ich weiß jetzt nicht, was wir groß noch mit unserem Speer machen sollen. Ich glaube, wir wissen schon die wichtigsten Gebiete. Wir sind umringt von anderen Nationen. Hier drüben könnten wir nochmal schauen, eventuell. Schauen wir mal darüber. Der Rest der Leute ist, soweit ich das sehe, noch gut beschäftigt. Ah, wir könnten die nochmal verbessern. Attack across rivers, steadfast. Ah, versus Barbaren. Ja. Machen wir mal. Die sollen sich nochmal verbessern. Und viel mehr können wir jetzt gerade nicht machen. Dann gehen wir ins nächste Jahr. Oh, was haben wir hier? Ein Fremder am Tor. Oh, Freunde, jetzt könnte uns unsere Entscheidung, den Prinzen hier zu lassen, einholen. Ja, ein Fremder hat die Stufen des Palastes erklommen. Ist das X? Nee, das ist jetzt der König. Ah, okay, also der Xer also Xerxes, der Prinz, kam zu uns jetzt hier. Er hat gesagt, ihr habt mir einst geholfen. Jetzt möchte er uns helfen. Er möchte zurück nach Persien, okay. Cool. Das war scheinbar eine gute Entscheidung. Der Prinz ist nicht länger fugitiv, keine Ahnung, wie das, was das bedeutet. Okay, und wir könnten jetzt den einfach nach Hause lassen. Was würde uns das jetzt bringen? Okay, die würden sich dann wieder mögen, glaube ich. Oh, remove Kairos and replace him with Xerxes. Wir könnten jetzt sozusagen Xerxes an die Stelle von Cyrus am persischen Thron einsetzen. Der Prinz würde uns auf jeden Fall mögen. Das ist ja interessant. Die andere Option würde Persien ein bisschen zu sehr helfen, habe ich so das Gefühl. Deswegen würde ich tatsächlich Folgendes vorschlagen. Wir werden unseren jungen Prinzen zurück nach Persien schicken. Und tatsächlich ist der König Cyrus the Good von Persien gestorben und König Xerxes ist der Neue, hat jetzt den Thron übernommen, dank unserer Hilfe. Wow, okay, das ist ja verrückt. Das nenne ich mal verrückt. So, wir schauen hier nochmal weiter. Können wir da langlaufen überhaupt? Ah, hier ist auch noch eine Mine, okay. Alles klar. Wir sollten mal heilen. Wir haben jetzt die Einheit nochmal geheilt. Und unsere Arbeiter sind noch alle dabei. In einem Jahr können wir hier wieder mehr machen. Sehr schön. Wie genau kriege ich eigentlich diese Punkte von Städten? Das heißt, die Griechen haben 6 Städte, die Babylonier 5 und wir nur 4, das ist aber wenig. Aber es ist, glaube ich, nicht so leicht, eine neue Stadt zu gründen. Gehen mal ins nächste Jahr. Was haben wir denn jetzt hier? König Philipp der Weiße. Macht irgendwas? Oh, entweder es gibt Krieg mit den Griechen oder wir schenken ihm Gold. Wir haben ganz gutes Gold. Oh, wir würden dadurch auch Legitimität gewinnen. Machen wir das mal. Das hört sich nach einer guten Entscheidung an. Okay. So, okay, der Arbeiter hier ist auch schon fertig. So, auf der 5 hier gibt es zum Beispiel keine sinnvolle Farm, auch keine sinnvolle Mine, keine sinnvolle. Perfekt, dann gehen wir hier hin und bauen auch noch hier eine Granary, dass wir mehr davon haben. Jetzt haben wir hier auch schon eine Granary, sehr schön. Boah, dann können wir jetzt hier richtig coole Farmen bauen. 10,5. Das ist stark. Dann bauen wir hier noch eine Farm. Nice.
Und wir erkunden hier mal weiter das. Ah, das gehört schon den Karthagern. Oh, was passiert jetzt? Die Karthager haben hier aber ziemlich viel unter ihrer Kontrolle. Das gefällt mir absolut nicht. So, unser Arbeiter hier ist auch fertig. Wir könnten hier Camp nochmal bauen. Oder was haben wir noch so für Möglichkeiten? Ja, die Mine im Süden eventuell. Oh, wir haben kein Holz mehr, Freunde. Ha! Noch 2 Jahre, bis wir den Forester haben. Tja. Jetzt haben wir echt ein Problem. Jetzt können wir wahrscheinlich auch nichts mehr davon bauen, oder? Das kostet alles Holz. Eine Mine. Macht das Sinn, da unten eine Mine hinzubauen? Nee, wir haben zu wenig Holz für eine Mine. Das ist ja krass, okay. Das ist ein wenig ungünstig jetzt, dass unser Holz weg ist. Aber dann platziere ich doch den Arbeiter schon mal im Wald, dass der dann dort jetzt sehr bald einen Holzfäller bauen kann. Der darf dann auch dann Holzfäller bauen, der auch. Ja, hier oben haben wir kaum Holz übrig, deswegen müssen wir mal schauen, wie viel Sinn das macht. Ja, wieso machen wir über. Woher kommt überhaupt unser Plus 9? Das kommt durch den Handel mit den Griechen. Ja, Gott sei Dank, dass wir den Handel abgeschlossen haben. Wir haben jetzt echt zu viel Holz verloren aktuell. So. Ja, unsere Einheit hier ist fertig in 4 Jahren, die Slinger. Und wir sollen wegen dem Prinz Hostus Claudius, unseren jüngeren Bruder, entscheiden, was er, wo er gut werden soll. Oh, ein kommerzieller Student plus 4 Gold. Oder global mehr Civic-Punkte oder global mehr Technologie. Ich denke, Rhetorik soll er mal lernen. Wir beenden das Jahr. Schauen, was passiert. Und hoffen, dass wir bald ohne Ende Holzfäller bauen können, weil sonst haben wir echt ein Problem. Ein freundschaftlicher Besuch. Ein Familienfreund. Ja, besucht den Prinz Hostus Claudius in seiner Schule. Und ja, er erzählt, dass er fröhlich und gesund ist und sich freut, zurück in den Palast zu kehren. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, er kann gerne mal plus 1 Charisma erhalten. Wir werden ihm Wein senden. So. Genau, hier warten wir. Hier machst du erstmal nichts. In einem Jahr müssten wir dann das bauen können. Perfekt. Schaue ich nochmal zu den Barbaren hin. Oh, verdammt, die haben mittlerweile 3 Einheiten. Oh, verdammt. Das ist echt schlecht mittlerweile, dass die so viele Truppen haben. Das ist wahrlich schlecht. Hier bauen wir ja auch nochmal eine Slinger-Einheit, eine Fernkampfeinheit. Genau, und du sollst nichts machen. Ich muss noch irgendeiner Stadt eine Entscheidung treffen. So, das Forum wurde gebaut, das heißt, jetzt kann ich irgendwas anderes entscheiden. Ah, die Stadt soll noch ein bisschen wachsen. Ich würde sagen, wir machen einfach nochmal ein Festival. Jawohl. Nachbarn. Eine Nachricht von den Babyloniern. Okay. Wir könnten denen Nahrung schicken oder Gold. Wir haben ehrlich gesagt, wir haben recht viel Gold. Die sind scheinbar in Schwierigkeiten, die Babylonier. Ich würde sagen, wir senden denen Gold. Und wir müssen uns noch um irgendeine Stadt kümmern. Ah, Anzium. Ja, ich würde fast sagen, ein Spezialist wäre auch mal sinnvoll. Oder. Weil hier sind wir auch kurz davor. Kostet mich der Spezialist Geld? Geld sage ich schon. Nahrung hier. Oder wir machen nochmal ein Festival.
Ich glaube, ich hole mir lieber hier noch einen Nahrungsspezialisten. Ja. Das hört sich doch mal. Ach nee, halt. Ups, jetzt habe ich es wieder abgebrochen. So. Hört sich doch mal sinnvoll an. Wir gehen ins nächste Jahr und dann müssten wir auch endlich Holzfäller bauen können. Oh oh. Ich glaube, da wurde gerade unser Scout angegriffen, kann das sein? Und König Philipp der Weise von Griechenland ist tot und König Alexander der Neue hat den Thron erobert. Der Apadana completed by Rome. Was heißt denn der Apadana? Ach, ist das unser Wunder, was fertiggestellt wurde? Meine Königin ist jetzt erwachsen und ist jetzt bekannt als The Mason, weil wir ein Wunder gebaut haben. Ja, ich habe mal das Gefühl, wir sollten uns ein bisschen zurückziehen. Ha, die Barbaren hier sind echt unschön. Sehr unschön. So, können wir jetzt hier endlich eine Lumbermill bauen? Jawohl, gibt uns 6 Holz. Naja, besser als nichts. Können wir nochmal so eine bauen? Plus 5. Oh, das ist alles nicht die Welt. Da unten wäre plus 8, da kann sich dann der danach drum kümmern. Plus 5, was wäre dann hier noch? Ein Camp würde uns hier 10 geben, 10 Gold. Tja, wir brauchen aber halt Holz, ne? Freunde. Hier unten gibt es, glaube ich, auch gutes Holz, oder? Boah, hier unten können wir richtig viel Holz fällen. Da bräuchten wir eigentlich mehr Arbeiter. Dann machen wir es doch so. Ich schicke lieber den Arbeiter hier runter. Auch wenn uns das ein bisschen was kostet. Und dann baue ich jetzt gleich dort auch noch einen Holzfäller. Und dann darf der Arbeiter von dort, wenn er fertig ist, nach Südosten gehen und da noch Holzfäller bauen. Das hört sich doch nach einem fairen Deal an. Das gefällt mir. Und hier ist unser Wunder tatsächlich fertig gebaut worden. Ausgezeichnet. Ach, ich habe hier noch einen Arbeiter. Ach so, ja, weil der eine Arbeiter hat ja das Wunder gebaut. Okay, ich habe sogar noch einen Arbeiter frei. Der könnte. Oh, hier gibt es ja richtig. Hier lohnt sich eine Farm, richtig. Dann würde ich hier gerne eine Farm noch hinbauen. Sehr schön. Der hier bleibt mal stehen, wie er ist. Kann ich die Einheit noch ein bisschen verbessern? Fokus, Critical Chance, Tracker, Highlander, Fighting from Hillna. Wir haben da keine Berge. Fighting from Trees. Sind das hier alles noch? Na, das sind, glaube ich, keine Wälder hier mehr. Fighting from Trees. Wir könnten einen General hier nennen. Vielleicht sollten wir das mal machen. Vielleicht nicht unbedingt unsere Königin, nicht, dass die stirbt. Haben wir jemanden, der gut wäre? Oh, hier, Duke Remus, unser Onkel. Der hat Courage 4, Wissen 2. Der könnte, glaube ich, ein guter General sein. Den werden wir mal wählen. Jetzt haben wir hier noch einen General dabei. Sehr gut. 2 Jahren haben wir hier noch die Fernkämpfer und dann gucken wir mal, ob wir mal einen Angriff wagen werden. Aber das sehen wir dann, denke ich, bei der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Euer Gaius Julius Caesar.